Ja, super. Was, wo ist jetzt hin? Was hat denn der jetzt geschnappt? So viel zum Thema, wir sind hier ganz allein. Ich glaube, ich muss nochmal zurück in die Stadt. Dann tue ich mich nochmal mit Sauerstoff versorgen. Was war das? Finde eine Sauerstoffversorgung, bevor du bewusst bist. Ja, ich weiß. Bin ja schon auf dem Weg. Wir haben es fast. Ja gut, aber jetzt die Frage, wohin halt, ne? Weil... Da können wir nicht zurück, da ist das Monster, was... Oder was halt Monster, der Typ ist ja halt verschwunden. Da ist nichts weiter als... Können wir speichern? Nein. Und das ist kein Horror-Game, ne? Also für die, die es wissen wollen. Frage ist halt wirklich nur, also was waren das für Experimente? Erstens, wie komme ich zum Labor? Südlich hat er gesagt, aber ich habe keinen Kompass oder sowas, wo ich sagen kann, nach Süden geht's da lang. Vielleicht da ein Gebäude, was ich so sehe. Und zweitens halt, was war das jetzt, was unseren, den deutschen Kollegen da geholt hat? So viele Fragen und so wenig Antworten. Schauen wir uns noch mal kurz um. Ne, da ist wirklich nichts. Was ist außen hier? Steine und sonst hier gar nichts. Dann lass uns mal da hinten hinlaufen. Da war noch ein Gebäude. Bevor wir jetzt irgendwie planlos in die Schlucht springen und dann nicht mehr hochkommen. Oh, Friedhof. Flache Gräber. Entschuldigung. Bin nur etwas sehr müde. Flache Gräber. Da ist eine Ansammlung provisorischer Gräber außerhalb der Stadt. Was auch immer und wo immer dieser Ort ist, für die Bewohner ist es nicht gut gelaufen. Wird es dann für mich gut laufen? Werde ich das hier überleben. Ah, ich nehme an, da ist Laboreingang, aber ich habe nur die Hälfte des Codes. Komme ich da rein? Ich bezweifle das. Wo kriege ich dann die andere Hälfte her? Ja, super. Die andere Hälfte. Da drüben ist nur die Stadt, das große Gebäude. Das heißt, die andere Hälfte könnte vielleicht irgendwo hier sein.
Was steht denn noch mal hier? Na scheiße, da steht nicht im Buch, die aufbewahrt werden sollen. Wäre natürlich schön, wenn das da stehen wird, aber naja. Komm ich nicht rein? Aha. Aha. Okay. Ja. Ah, okay, ich sehe schon. Alles cool. Laborsicherheitscode Teil B. Zweite Hälfte des Codes. Entsprechend, ja, okay. So, bevor wir jetzt da hingehen, noch einmal Sauerstoff und dann ab zum Labor. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Das wäre uncool. Wenn es so Viecher, so Würmer sind wie. Ach, wie heißt denn der Film? Ist schon alt, der Film. Wie war das? Angriff der Raketenwürmer oder sowas? Nee, einfach nur Raketenwürmer, keine Ahnung. Das waren drei Teile Film, das war dann im ersten Teil auch dann so. Im ersten Teil auch so ein Riesenwurm halt, der aus der Erde schoss. Im zweiten konnten die laufen, weiterentwickeln und laufen, und im dritten Teil konnten die fliegen und dann. Naja. Ah, ich kann Licht machen. Cool. Das ist aber ein großer Tunnel. Drücke F. Ja, hab schon. Ein Bett. Was soll das? Was heißt das? Ich hoffe, ich fange jetzt nicht an, hier so halluzinieren oder sowas. Ja, kommt wahrscheinlich von der Gehirnerschütterung. So, was haben wir hier alles? Krimskram, ich komme da rein. Dann hier. In dieser Gegend gibt es keinen Schub. Ja, okay. Wird da wahrscheinlich, ne? So, ja, verstehe. Die Tür geht nicht auf. Also müssen wir. Die russische Nationalhymne, lol. Abschlussbericht. Vor drei Nächten habe ich es geschafft, mich im Zimmer zu verbarrikadieren. Wenn ich Glück habe, können sie nicht eindringen. Natürlich habe ich mich so in mein eigenes Grab eingeschlossen. Mir ist klar, dass ich fast am Ende bin.
Die Meldungen aus den anderen Posten sind in den letzten 2 Tagen seltener geworden. Seit Stunden hat niemand mehr geantwortet. Ich habe mich mit dem Gedanken an meinen Tod abgefunden. Aber ich wünschte, ich müsste ihn nicht alleine erleben. Ja, da ist er. Da ist er wohl hier. Ja, okay, aber so wie er aussieht, ist das schon lange her, ne? Ist das aber schon lange passiert. Vor allem, was hat ihn getötet? Oder beziehungsweise die anderen auch. Was lauert hier noch? Da hat er jetzt ja ein paar Barrikadier, da kann man durch. Nehme ich an. Haben wir hier was? I bet I can make use of this. Was ist das? Na, sieh mal einer an. Ich nehme an, das ist für die Tür da hinten. Probieren wir es einfach mal aus, würde ich sagen. Das ist gleich zündet, wir immer sagen können. Cool. So the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Ein Portal? What? Die sind nicht hierher? Ein Raumschiff? Forschungsanlage. Ich habe den Zugang zu einer Art Forschungsanlage gefunden. Habe Skelettreste eines ehemaligen Labormitarbeiters gefunden. Dokumente besagen, dass die Russen eine Art Portalsystem gebaut haben, das hierher führte. Obwohl ich mir noch nicht sicher bin, wo hier ist. Dieser Ort scheint eine Kolonie zu sein. Sie war anscheinend noch nicht einmal vollständig ausgebaut, als etwas passierte. Die Frage ist natürlich, sollten wir hier sein? Ist das für uns jetzt sicher? Ja gut, wir kommen auf den anderen weg. Vielleicht können wir das Portal benutzen, wieder auf die Erde zu gelangen. Wenn wir das hier überleben. Das sieht aus wie eine Krankenstation. Однако мы не сдаемся. Мои коллеги работают без устали. Здесь мы имеем дело с неземными существами, поэтому многого мы не знаем. Задача очень сложная, но мы ее разрешим. Мы должны ее разрешить. Laborbericht 322. Virus. Das Virus verbreitet sich jetzt schneller. Alle unsere Bemühungen der Eindämmung waren bislang vergeblich. Wir haben die Hoffnung aber nicht aufgegeben und meine Kollegen arbeiten unermüdlich. Wir haben es nicht mit terrestrischen Arten zu tun und somit gibt es vieles, das wir nicht wissen. Die Herausforderung ist groß und doch werden wir überleben. Wir müssen überleben. Okay, ihr habt jetzt ein Virus dahin gerafft oder so? Oder irgendwelche Monster? What the? Was ist jetzt? Поразительно. С каждым новым опытом ее пробы кажутся все более перспективными. Позже я занесу в журнал больше подробностей. Сейчас просто нет на это времени.
Laborbericht 394, Patient 23. Fantastisch. Mit jedem unserer Tests werden Ihre Proben vielversprechender. Ich werde später weitere Einzelheiten berichten. Im Moment habe ich einfach keine Zeit. Okay, ich frage mich nur, warum grüne Fußabdrücke? Was zur Hölle ist passiert? Will ich das wissen? Great. I think my mind is playing tricks on me. Eine Vision von der Heimat. Mein Verstand trügt mich. Ich dachte für einen Moment, ich sei wieder auf der Erde. Nachdem die Halluzination verschwand, fand ich eine menschliche Fährte, die aus der unterirdischen Anlage führte. Die Fußabdrücke leuchten grün. Und das kann ich mir nicht erklären. Ich habe ein paar Proben genommen, hatte aber keine Zeit, sie zu analysieren. Die Spuren scheinen aus der Anlage herauszuführen. Also werde ich ihnen jetzt folgen, aber mit Vorsicht. Ja, Vorsicht ist gut. Okay. Wow, das ging ja einfach. Da geht das grüne, was soll das auch immer sein, Blut oder so, weiter. Ich bin hier irgendwo in einer Schlucht, okay. Wie lange haben die gebraucht, das ganze Ding aufzubauen? Da waren ja die Russen richtig fleißig. Da komme ich nicht hoch. Hä? Was ist das? Was ist da? Ah, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Aber sehr einladend sieht das nicht aus. Da ist gerade was zusammengestürzt. Und die Musik macht das jetzt auch nicht besser. Okay, der ist da lang. Wir müssen dann irgendwo außen rum. Ah, und da geht's weiter. Die Fußabdrücke gehen in die Richtung, oder? Da nach oben. Wie komme ich denn da bitte hin? Hmm.
muss da nach oben irgendwie hin. Ah, okay, darüber, da hinten. Dann probieren wir das mal. Boah, was ist denn hier? Looks like they were trying to mine this stuff. I hope it isn't radioactive. Bergbaubetrieb. Ich habe einen verlassenen Bergbaubetrieb entdeckt. Die Felsen hier scheinen die gleichen phosphoreszierenden Eigenschaften der menschlichen Fußspuren zu haben, denen ich folge. Ich vermute, dass sie etwas abstrahlen. Ich weiß nicht, ob dieser Bereich sicher ist, also bewege ich mich besser möglichst auf den grünen Spur. Ich kann die Axt nicht mitnehmen. Na, schade. So. Mal sehen, wo wir jetzt diesmal hinkommen. Ins nächste Labor wahrscheinlich, ne? Hä? Und da komme ich, oder? Nee, von da komme ich. Da werde ich dann hingehen. What? Die haben sie. Hä? In welchem Jahr sind wir eigentlich? Ich meine, wie haben die das alles aufgebaut? Das muss doch immens viel Zeit kosten. Schau, sieh euch das mal an. Abgrund.